feel me now? Einen wunderschönen Nachmittag, schrägstrich Abend, hier bei PK 1988 zu einem weiteren besten Games aller Zeiten Stream, diesmal wieder mit Halo 3. Ja. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ach, warum muss ich das denn immer umstellen? Aber ich glaube, es ist wurscht, was ich bevorzugt nehme, weil mit dem, was ich spiele, das wird dann natürlich auch hergenommen. Aber sicher ist sicher. So. Machen wir weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Der Bastard hat mich gestochen! Ich wollte nicht, dass Ihnen was passiert. Eine seltsame Art, das zu zeigen. Ausgezeichnet, hier lang. Faule Bande. Tötet sie, wenn sie schlafen. Ja, so macht man das. Leise, still und tödlich. Kommen Sie, Reclaimer. Was Sie suchen, ist greifbar nah. Ja, das habe ich schon öfters gehört. Sind wir irgendwie voll im Splinter Cell-Modus hier?
Hallöchen Flo, nein, nicht Karazene Reclaimer, sondern Splinter Cell Reclaimer, bitte. Reclaimer, weiter nach unten. Da kommen noch mehr? Dienstag geht's wieder los. Was ist denn da am Dienstag? Sie fallen zurück! Lockdown, hast. Oh echt, ich hab's noch gar nicht mitbekommen. Gute Arbeit. Lass ihn. Was passiert denn? Wird komplett zugesperrt oder was? Ab 9 Ausgangssperre, ach okay. Ich schätze, wir haben gerade Ihr B-Team erledigt. Homeoffice-Anträge müssen genehmigt werden, sofern es möglich ist. Der Kartograf. Also mit 9. Los, er braucht Ihre Bestätigung. Mit 9 meinst du schon 21 Uhr, oder? Das ist unsere Galaxis. Wir sind jenseits des Rands. 2 hoch 18 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum, um genau zu sein. Was ist das hier? Die Arche. Das ist die Arche. Ich dachte immer, sie wäre Teil der Schildinstallation. Aber ich lag wohl daneben. Zum ersten Mal? Gar nicht. Zwar verfügte ich über die Kenntnis über Installation 04, doch beschränkten meine Schöpfer mein Wissen aller anderen strategischen Anlagen. Kompartimentierung, falls ich je in die Hände der Flat fallen würde. Können Sie sagen, wo genau wir sind? Hier. Der Prophet. Nahe einem der supraluminalen Kommunikationszentren, fürchte ich. Bedauerlich. Der Meddler hat eine Barriere ausgelöst, einen Verteidigungskreis um den Archenkern. Die Barriere lässt sich schwer deaktivieren. Wie komisch, dass meine Schöpfer so umfangreiche Verteidigungsmaßnahmen um einen einzigen... Oh Mann! Was ist das? Phantom! Spawn, los! Wir müssen hinter die Barriere oder der Meddler zerstört alles. Chief, da ist eine ganze Horde von Feinden im Anflug. Gehen Sie wieder rein, während wir sie ausschalten. Folgen Sie dem Orakel, Freunde. Ich helfe Ihnen, Sarge, den Luftraum zu sichern. Hey! Sir, der Pelikan landet eine Ebene tiefer. Ach, fuck. Der Reclaimer ist gekommen. Das ist der Dämon. Ich suche nach ihm. Ich
gibt Ärger. Granate raus! Pass auf, wohin du feuerst! Jetzt lässt ihr aber auf Facebook, ich will es eigentlich gar nicht wissen, aber naja, eigentlich ist es auch besser spät als nie, muss man sagen. Die Meute wird dich vertilgen! Gleich im November hat durchgezogen und haben sie wieder weich kochen lassen. Ja, jetzt hat, und jetzt hat, kommt's kurz vor Weihnachten und das macht die Leute ja noch bescheuert. Macht's ja noch besser. Oh, scheiße. Naja, ich würde da jetzt nicht von Altkanzlern, Altpräsidenten oder Altkaisern sprechen, weil da weißt du ja auch nie, ob die dann in der Situation jetzt das anders gelöst hätten oder nicht. Warten sie alle schon. Ja, vom Typus her schon, das mag ja sein, aber wissen tut man es am Ende trotzdem nicht. Durchhalten, Chief, wir sind unterwegs. Ja, du, mir geht's gerade gut. Also bis auf die Viecher hier, die in Massen da drüben sind und jubeln. Aber das ist nicht so schlimm. Oh, Hallöchen. Ich kenne dich doch. Lasst euch nicht anlegen. Oh shit, oh shit, oh shit. Naja. Ja, macht das. Ach. Durchhalten, oh. Chief, wir sind unterwegs. Sie haben mich gefunden. Und ich sie auch. Verstreut ihre Leichen. Wir sind unterwegs.
Ach scheiße, der ist jetzt. Ach, fuck it! Warte mal, vielleicht schmeiße ich mal das Teil darauf, vielleicht funktioniert das besser. Hat ihm ja mal letztlich gar nichts getan. Ach, jetzt ausgerechnet jetzt. Ah. Ach, ich scheitere schon an dem einen Mistviech hier. Fuck it! Das gibt's doch nicht! Ich komme einfach nicht weg, weil mich hier irgendwas blockiert. Was ist das? Achso, das ist eine. Ach, das sind diese Blenddinger da. Die scheinen ja bei Gegnern gar nicht zu wirken. Durchhalten, Chief, wir sind unterwegs! Ja. Ja, geht doch! Warum nicht gleich so? Oh. Ach, fuck it. Echt jetzt? Ich suche mir mal eine bessere Position. Hier können sie mich nicht so nerven. Ja, da schaust du blöd, gell? So. Ey! Nachmunitionieren, was soll denn das? Dahin ist es gut. Scheiße, keine Munition mehr. Da oben ist ja auch noch einer. Jetzt nicht mehr. Sehr schön. So. Wo ist der letzte? Wo hast du dich hin verpisst? Zerrissen, sehr schön. Oh, das war irgendwo einer. Ach, da oben. Okay. Oh, es sind die Niagara-Fälle. Ich wusste es gar nicht.
Commander. Schatz, aufpassen! Den hab ich! Nein, nicht schießen! Sie schaden uns nicht! Die Einheiten haben eine Priorität! Oh ja! Und was könnte das sein? Ich weiß es nicht. Nicht sicher. Aber wenn ich ein anderes Terminal finde, näher an Kern... Wir müssen den Planeten überhaupt behalten. Was ist mit Ihrem Konstrukt? Ihre Lösung gegen die Flat? Mit mehr Daten könnte ich vielleicht... Wir haben auch Priorität. Und wir töten ihn, damit die Ringe nicht feuern? Nichts ist wichtiger. Die Allianz. Durchbrechen Sie die Barriere und halten Sie Wahrheit auf. Das machen wir schon seit Stunden. Und über zwei Spiele hinweg. Das ist noch viel schlimmer. Muss ich noch herausfinden, wie das Ding funktioniert. Zum Strand! Erledigt den Braith! Ich erledige dich, Würstchen! Commander hier, Kilo 2-3. Flügelmann und Bartok verloren. Over! Roger, Hokus! Raus da! Hey! Dieses Teil schießt einfach nicht! Ah, na toll. Bis das mal nachgeladen hat, bin ich schon Futter hier. Bis das sich mal aufgeladen hat, so muss man es jetzt sagen. Commander hier, Kilo 2-3. Flügelmann und Bartok verloren. Over. Roger, Hokus. Raus da. Alter, jetzt. Zum Strand. Erledigt den Braith. Flügelmann und Bartok verloren. Over. Roger, Hokus. Raus da. Versuchen wir es mal so. Hut ab vor einer echten Tötungsmaschine. Oh nein.
will ich wieder haben. Ey, gib die wieder her! Also geht doch. Ist ja vielleicht besser, wenn ihr das macht. Da kann ich nicht so viel falsch machen. Guten Appetit! Alter. Du benutzt das Teil doch nicht für ein Klein! Gute Arbeit. Alter! Der ist das. Dem hast du es echt gezeigt. Aha, ich sehe schon. Das ist nicht so schön. Schnell zum ersten Turm. Schalten Sie ihn aus. Wir sind auch gleich da. Glaube ich zumindest. Vorsicht! Was denn? Oh. Sind wir schon beim Turm? Ja, ich glaube, das ist der Turm. Wir brauchen den Eingang zum Turm. Ah! Ich glaube, ich habe den Eingang gefunden! Ach, fuck! So schön reingeplatzt hier. Diesmal aber ohne reinzufallen. Hopp! Oh! Verdammt! Es ist nicht besser gelaufen. Shit! Vielleicht sollte ich nicht springen, sondern versuchen reinzufahren. Das ist vielleicht die bessere Wahl. Deckung! Alter! Komm, komm rein! Oh! Eieiei. Ja, man kommt aber nur... Oh. Man kommt nur... grad rein. Na okay.
Vielleicht lasse ich den mal hier kurz stehen. Versuche den Panzer zu zerstören. Dieses blöde Drecksding, das nervt. Ja. Alter! Es ist einfach zu viel los hier. Ich versuche mal den Panzer so zu eliminieren. Ja gut, das hilft mir aber auch nicht, hier das Zeug stehen zu lassen. Alter! Warte mal, wir machen das jetzt anders. Ah! Verdammt! Ja, oder jemand anders fährt wieder voll rein. Naja, immerhin ist der Typ jetzt kaputt. Oh! Alter! Fahr! Ich habe keine Munition mehr! Shit! Fuck, ich brauche irgendeine Art Munition. Ja, ich brauche Munition, Jungs! Oh. Schaltet ihn aus. Oh, danke. Genau das habe ich gebraucht. So, lass mich mal fahren. Hey, Alter, lass danke. Mich da Beifahrersitz. So ist gut. Immer schön draufknallen hier. Immer schön draufknallen. So ist gut. Sehr schön. Verteidigungsstellung gesichert. Jetzt rein in den Turm. Zusammenbleiben und Umfeld sichern. Das habt ihr mal ausnahmsweise gut gemacht. Noch mehr von denen. Mehr. Ja, auf tote Viecher zu schießen, das macht keinen Sinn. Diese Haarknäuel finde ich echt widerlich. Verloren.
Kannst du jetzt mal drauf gehen? Ja, genau, spring mir noch direkt das. Okay. Ist das der Turm? Ja. Nein, das ist der Aufzug. Okay. Alter! Fuck! Ich hab keine Munition mehr! Oh. Das gibt's doch nicht! Turmsteuerung. Ach da. Gute Arbeit, Chief. Das ist schon mal einer. Der Gebieter sollte gleich... Das war der zweite. Jetzt hängt alles von Johnsons Team ab. Gehen Sie wieder raus, Chief. Warten Sie auf den Transporter. Ja, der dritte wird natürlich wieder Johnson, nicht passieren. Das muss ich wieder machen. Ja, Verstärkung. Genau. Wir sitzen in der Klemme. Bin unterwegs. Negativ. Zu heftiger Beschuss. Alle Mann zurückfallen, sofort! Sergeant Major! Johnson, können Sie mich hören? Chief, Sie müssen sich dem Gebieter anschließen und direkt zum dritten Turm vorrücken. Gehen Sie zurück zum Strand. Ja, ja. Du weißt, dass du der Einzige bist, der noch lebt, oder? Gut. So, wo müssen wir denn hin? Wir sollen zurück zum Strand. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich, ja, zurück. Ich glaube nicht, dass hier irgendwo weitergehen wird, oder? Nee, sieht nicht aus. Okay. Dann fahren wir mal wieder zurück.
jetzt kein Fahrzeug mehr hätte, wie soll man das denn dann machen hier? Muss die ganze Zeit zurücklatschen oder wie? Hey, mach langsam, oh nein! Ich nehme das Geschäft! Hey. Wir sollten baden! Such mir was zum Abknallen! So, wir sind wieder am Strand. Sir, ich habe ein paar Vögel, brauche Eskorte. Bitte, Mornet. Oh. Bringen Sie die Pelikans zum dritten Turm. Ich werde Beifahrer. Hä? Ich glaube, ich bin nicht der Beifahrer. Wo bin ich denn? Was mache ich? Ah. Lass mich fahren. Hau hier eine Spritztour. Bereit, wenn du soweit bist. Denn? Scheiße! Ich weiß nur, wie man... Ich weiß, wie man in die Höhe fliegt, aber wie steigt... Wie geht man runter? Ach, einfach nicht drücken wahrscheinlich, wie es aussieht. Leute, wo seid ihr denn alle? Kommt doch mal mit! Achso, okay. So. Bam. Ich möchte erstmal die scheiß Flugzeuge hier weg haben. So. Ziel in Sicht, Commander. Ach, fuck! Wo sind denn die anderen alle? Mann!
Warum schießt ihr denn nicht? Schön. Der ist hinüber. So, der ist auch hinüber. So, der ist hinüber. Ja, wir haben alle. Da ist das Dorfhaar. Das sind unsere. Okay. So, hier sind noch ein paar Gegner. So, ich glaube, wir haben es. Wir machen einen stylischen Landeanflug hier. Bin ich froh, ich komme aber nicht mehr hoch. Warte mal, ich muss. Ich muss den richtig parken, weil hier komme ich nicht hoch. Ich will mit! Wir parken hier. So, schon besser. Oh nee. Da habe ich die. Oh! Okay, für die habe ich die richtige Waffe. Oh. Na toll. Kümmert ihr euch um die kleinen Viecher, ich versuche die großen hier auszuschalten. Hier außen rum, ja. Alter. Shit. Lenkt sie ab, Leute. Lenkt sie ab. Oh. Ja. Das glaube ich kaum. Ist es tot? Nee. Shit. Alter.
Das heißt, ich habe keine Munition mehr. Ich müsste jetzt mit dem Hammer zuschlagen. Dafür müsste ich aber unsichtbar werden können. Haha! It's hammer time! Woo! So. Sind wir jetzt hier rausgekommen oder ist das der richtige Weg? Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja. Geh mir nicht im Weg rum, dann ziel ich auch gefälligst richtig. Meine Güte, ey. Halt diesen Turm aus, dann fällt auch die Barriere. Los, Mann, wir haben keine Zeit zu verlieren. Was erwartet mich da wohl wieder? Wieder. Ja. Okay. Oh shit. Oh, ja, komm her. Komm, komm. Ah, du da hinten, du nervst mich noch. Aber die kriege ich auch noch. Oh, shit, da ist noch jemand. Shit. Wer ist hier feige? Du kommst ja nicht! Du nervst mich da hinten. Geh kaputt. Da bist du. So. Eine nice Waffe. Danke. Vorsicht auf Schlag!
Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, komm von irgendwo die Flat daher. Lass du den in Ruhe? Ah. Ja gut, die können ja ruhig hier bleiben. Hier tun sie ja niemanden was. Nur wir müssen halt bis dahin weg. Schiffsmeister, wie ist Ihr Status? Erheblicher Schaden. Waffensysteme sind deaktiviert. Gehen Sie in sicherer Entfernung. Halten Sie Abstand zur Flat. Warum sollte der Parasit gerade hierher kommen? Die Arche ist außer Reichweite von allen aktiven Einrichtungen. Priorität, wir müssen diesen Ausbruch verhindern, bevor... Nein. Zuerst schalten wir den Propheten aus, dann die Flat. Ja, ja, immer schön Prioritäten setzen hier. Hat jemand von euch zufällig eine... Nein. Eine Schrotflinte dabei? Ich muss die Aufprallstelle, die Arche, auf Schäden überprüfen. Auf diese Hügel, Orakel, aber nicht höher. Wir dürfen nicht riskieren, dass die Flotte sie erwischt. Wo ist mein Flugzeug? Oh, ein Panzer. Ich hab was zu tun. Bring mich ran. Also entweder Panzer, Ding oder hier. Der Träger okay. Ich bin der Panzer. Außer Gefecht, Chief. Sie müssen den Propheten erledigen. Die Flotte beginnt Druck auf ihn auszuüben, seine Pläne voranzutreiben. Durch die Klippen brechen. Ich doch noch mit, dann komm her. Fahr! Ich komm schon. Los, fahr zu! Junge, fahr! Beifahrersitz! Mein. Ende der Reise. Naja, das stimmt. Für die Allianz vielleicht, aber für uns, denke ich mal nicht. Scheiße! Fuck EMP! Na toll. Und schon sind alle weg. Die EMP-Granate oder was? Oder was meinst du? Shit, da. Auch die EMP wir. Ah ja, okay. Ah, da ist ein Panzer. Damn. Wo bist du denn? Da.
macht ihr denn da? Wollt ihr mit? Ich hab Plätze frei. Ja, du musst... Ja, dann komm halt! Dann komm halt nicht! Geht doch! Ach, auf mich warten! Naja, gut. Scheiße. Muss ich die jetzt zerstören? Oder muss ich reinlanden, oder? Ja gut, dafür müssten sie erstmal stehen bleiben und nicht ständig drehen. Wow. Lenk die doch mal ab, damit ich reinfliegen kann. Was macht denn der da? Ach Gott. Alter. Wir machen hier einen schönen Tanz. Er nennt sich... Keine Ahnung. Au. Ich fahr lieber mit dem Panzer. Ich bin hier. Wer noch? Ach, come on! Ja. Mit dem Panzer ist es auch nicht so das Wahre. Also man kriegt dann die relativ schnell down, das schon. Hey! Hopp! Oh, Hallöchen! Kabam! Kabam! So war's das jetzt. Die Waffe nehme ich. Bam! Okay, das scheint es gewesen zu sein. Wir machen das mit dem Hammer! Bam! Bam! Ich glaube, das war's, oder? Ist er kaputt? Nee, ich glaube noch nicht. Doch, ich glaube, er ist kaputt. Oh ja! Ich muss weg! Oh! Schon dabei. Warum fährst du denn da jetzt nicht weiter? Oh. Au. So.
Was? Ich bin da rausgestiegen! Ach. Ach, come on! Ich hole jetzt beide gleich runter, dann nerven die mich nicht länger. Falls ich das überhaupt mal schaffe. Ja, nein, natürlich nicht. Ich muss erst den rechten machen. Mann, ey, verdammte Scheiße nochmal! Ja, hau noch drauf! Ich zähle zwei Scarabs! Wiederhole, zwei Scarabs! Vielleicht ein Scarab! Und während ich schieße! Ich komme mir irgendwie so vor, als wäre ich der Einzige, der hier irgendwas tut!
kümmert sich mal endlich jemand um irgendwas hier? Das ist doch nicht zu fassen. Wieder Schrott. Mann, jetzt tu doch mal was! Ach, das kann doch nicht wahr sein! Wichser! Halt die Fresse und tu mal was! So, war das jetzt so schwer? Thank you.
ein Versuch war es wert. Alter! Es fährt ja auch niemand den scheiß Panzer, ey. Alter! Alter. Ach, der fährt viel zu viel rum, als würde man da irgendwas machen können. Wow! Ich brauche irgendein Fahrzeug. Leute, tut doch mal was! Ist er unten? Ist er down? Ich glaube ja. Da ist er nicht.
Ist der Panzer frei? Ja, der Panzer ist noch da. Okay. Ah, fuck! Nein, 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 nein! Warum stehen die hier hinten rum und tun nichts? Hast du keinen Fahrer? Bist du hast den Fahrer. Warum stehst du hier? Oh Mann. Versteck dich. Nur, du kommst doch da dran vorbei, du blöde KI. Der kippt jetzt um. Der steht, der kippt gleich um, ey. Okay, jetzt haben wir es endlich geschafft. Jetzt kommt der schwierige Teil. Geht ja so schon kaputt, ey. So. Okay. So, jetzt ganz entspannt. Okay. So. Shit! Junge! Lass mich schießen, ich bin dafür ausgebildet. Beide Scarabs ausgeschaltet. Dann hätte ich das Spiel ausgemacht. Ja, ich bin noch da. Versuch die gegenüberliegende Mauer der Zitadelle zu überwinden. Orakel, die Brücke aktivieren. Der Prophet wird durch meine Hand sterben, nicht durch ihre. Eine Katastrophe! Hätten wir doch das sehen wir Zeit. Ja noch. Ich bin schneller als du. Ich mach den eher fertig als du. Scheiße. Es gab eine Frage und ich habe geantwortet. Einen Moment der Sicherheit lang habe ich die Vernichtung der Sterne verschoben. Meine Getreuen, bleibt standhaft. Unsere Feinde umzingeln uns, aber wir beschreiten den gesegneten Pfad. Nur ein Moment, dann zünden die Ringe. Und alle, die glauben, werden errettet. Chief, wie nah sind Sie? Nicht nah genug. Mehr hast du nicht drauf. Komm schon. Beeindruck mich. Stopp, du Dummkopf! Er will, dass du ihn tötest. Ich will das aber nicht. Was gibt's denn, Großkotz? Können Sie nicht loslegen? Zugegeben. Ich brauche Hilfe. Aber das Geheimnis stirbt mit dem Rest. Johnson, Meldung!
Verschwinden Sie! Nicht ohne Sie! Sie verzögern das Unabwendbare. Einer aktiviert die Ringe. Sie erwischen niemals alle. Das stimmt. Los. Ich, dann Sie. Jetzt! Nein! Eure Vorväter haben weise auf Mitgefühl verzichtet. Sie stellten sich für das, was getan werden musste. Ich weiß nun, warum sie euch verließen. Ihr wart schwach. Und Götter sind stark. Zuhören. Lasst mich euch sicher zu unserem Feind führen. Nur ihr könnt aufhalten, was er in Gang gesetzt hat. Was soll das denn jetzt? Sind die Flat einfach auf einmal unsere Freunde oder wie? Ich verstehe langsam nicht mehr, wer Freund und Feind hier ist. Zuerst hilft uns ein Teil von der Allianz. Jetzt hilft uns die Flat. Was soll denn der Schwachsinn? Ja, stimmt, ich sollte Politiker werden. Ich führe echt jeden Arsch zu mir, ey. Was haben wir denn hier? Woher hätte ich wissen sollen, dass uns der Parasit folgt? Das ist zweifellos das Werk der Ketzer! Ja, ja. Oh. Ich muss mich erst daran gewöhnen, dich abzuknallen. Verdammt. Oh ja. Nehmt sie ruhig für euch ein, genau. Los drauf da. Ach, verdammt. Einmal klappen tut's leider auch nicht. Scheiße! Ich sag's hier nur ungern, aber nehmt sie euch! Nehmt sie euch! Na gut, warum eigentlich nicht? Die könnten sie sich auch lieben, wenn ich nicht dabei wäre. Nervst.
mit dem Weg so weit gegangen, dass ich mich anstrengen muss. Das tölpelhafte Getafel ihrer Frau. Gut, sie euch! Warum nicht? Das halt nicht. Sonst nehmen sie sich auch alles, was hier rumliegt. Den Rest. Sehen Sie, Gebieter, der Moment der Rettung steht bevor. Er hält nicht an. Ihre Art glaubte nie an das Versprechen der Heiligen. Hoffnung für getäuscht. Ich bekomme meine Rache. Am Propheten, nicht an der Pest. Meine Füße gehen den Pfad. Ich werde zu einem Gott. Sie werden Futter. Nicht mehr. Nein! Ich bin Wahrheit. Die Stimme der Allianz. Sie müssen schweigen. Und schon sind sie wieder die Bösen. Hat er nicht lang gedauert. Einen Freund haben wir noch.
bin ein Dieb. Aber ich behalte, was ich stehle. Das ergibt keinen Sinn. Oh. Der ist besser. Ach scheiße, der hat nur noch 10. Ah. Dann ist doch der besser. Darunter! Darunter! Was sehen Sie? Dasselbe wie du! Na gut, das vielleicht nicht. Selben Sie High Charity, retten Sie Cortana. Ach Gottchen. Wieder im Magen des Viechs. Oh. Oh, scheiße. Oh nein.
genau, explodiert einfach. Wieder nach oben. Aber hier geht's auch nicht weiter. Ah ja, okay. Kind meiner Feinde, warum bist du gekommen? Ich gewähre keine Vergebung. Der Sohn erbt die Sünden des Vaters. Genau, so ist es. Seit wann kann eine KI so irgendwas empfinden? Das macht keinen Sinn. Hallöchen, komm. Shit. Alter, wie viel aus denen rauskommen! Alter!
Setzt euch! Eine irre KI, das brauchen wir gerade noch. Kann ich kurz mit dir reden? Nö. Bin gerade beschäftigt, wie du siehst. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Du magst Spiele. Ich auch. Thank you.
Shit! Die Waffe ist ja mal völlig bewusstlos, ey. Shit! Sag mal! Jetzt da bald. Langkampfwarten.
Echt jetzt? Geht doch mal drauf! Boah, das... Boah, diese Mistviecher! Darf ich das nicht nehmen? Darf ich keine zwei gleichen Waffen tragen, oder wie? Auch. Piss dich. Du auch. So. Eigentlich immer wieder? Bin ich aber bloß zu blöd. Was ist das denn für eine Waffe?
macht die denn? Hä? Was ist das denn für eine bescheuerte Waffe? Das ist eine Shotgun? Naja. Schon mal Besseres gesehen. Alter, das kann doch... Die ziehen sich nur zusammen und dann kommen sie wieder, oder? Ah, okay. Ah. So. Ach, endlich Ruhe. Die Frage ist, wohin muss ich jetzt? Von da oben bin ich gekommen. Nee, warte, von... Doch. Nee, von hier bin ich gekommen. So. Dahin springen geht nicht. Hier geht's weiter. Ah, wir müssen nach oben. Okay. Oh. Hopp. Okay, so verkehrt ist die gar nicht. Ich wandelte am Rand des Abgrunds. Ich habe ihre Zukunft gesehen und ich habe gelernt. Unterwirf dich! Beende ihre Qualen und doch leiden! Wenn du schon merkst, wie durchgedreht die KI ist, warum versuchst du sie überhaupt noch zu retten?
Jetzt wird keine Traurigkeit mehr, keine Wut, keine Neid. Du wirst mir zeigen, was sie verbirgt. Sonst werde ich mich an deinen Knochen feilen. Das machst du das so oder so. Hier ist die UNSC KI-Serie Nummer CTN0452-9. Ich bin die Verkörperung all ihrer Sünden. Ja, lassen wir sie doch einfach frei, die Irre. Sie sind hier. Aber so viel stimmt in mir nicht. Ist falsch. Sie sind vielleicht zu spät. Sie kennen mich. Wenn ich etwas verspreche... Halten Sie es. Es ist gut, Sie zu sehen, Chief. Ich, Glückspilz. Haben Sie es noch? Der Aktivierungsindex des ersten Halo-Rings. Ein Souvenir, das ich noch habe. Für alle Fälle. Gibt es einen Fluchtplan? Ich dachte, ich schieße mich hier raus. Mische sie ein bisschen auf. Halten Sie nur den Kopf unten. Denken Sie dran, wir sind jetzt zu zweit. Ach, was du nicht sagst. Chief, holen Sie mich hier raus. Ich will fort von hier. Wer will das nicht? Ich wollte eigentlich 4 drücken. Ich habe keine Geheimnisse. Wir müssen Zeit gewinnen. Dieser Reaktor beginnt eine Kettenreaktion aus. Vernichtet High Charity. Ich störe gerne. Hey! Wir müssen Zeit gewinnen. Dieser Reaktor beginnt eine Kettenreaktion aus. Vernichtet High Charity. Oder muss ich da raufspringen, um sie zu aktivieren, oder? Oh, lebt der noch? Scheiße. So,
geh weg. Das sieht eher nach Abschießen aus, schätze ich mal. Der Waffe brauche ich das wohl wahrscheinlich nicht probieren. Oder? Naja, sieht so aus. Ah ja, okay. Oh! Ui! Okay! Naja, Kopf unten lassen ist nicht so. Ist doch viel spannender, wenn ich drauf springe und da drauf haue. Nie was von Spannungsmoment gehört. Wie sie alle da oben warten. Raus. Geht's hier wirklich nicht raus? Nö. Okay. Ja, neben mir explodiert nur ein Reaktor. Ist alles in Ordnung. Die Explosion hat uns einen Ausweg verschafft. Ich markiere ihn im HUD. Los jetzt. Ach so. Ja, da wollte ich doch eh die ganze Zeit hin. Ui. Wahrscheinlich da oben. Das sind schließlich Gegner. Nicht zu wenige davon. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst.
Es ist halt nichts mit Laufen, wenn die den Scheißweg blockieren. Ich habe ja versucht, eine Granate zu werfen. Ich habe nur leider anscheinend keine mehr. Ja genau, ich habe keine Granaten mehr. Scheint es auch nicht weiter zu gehen. Hier? Nee, doch, hier geht's weiter. Und wieder nach unten. Ui! Warte. Drecksau. Da bist du. Danke für die Granate. Die Granate. Für die Shotgun. Hier eigentlich noch explodieren. Verbündeter Kontakt. Verbündeter? Da. Ja, kann ja bloß der gute alte Prophet, der Ding sein. Huch, da hat's uns zerfetzt. Moment, Sie beide verstehen sich? Was haben Sie sonst noch gemacht, während ich weg war? Ja. Da ist er wieder. Hoppa. Aktivieren Sie den Ring, zerstören Sie die Flat. Hallo. Schon wieder Hallo. Wie oft noch Hallo?
Johnson, haben Sie die Fregatte? Ja, Ma'am. Stande Sie so nah am Kontrollraum wie möglich. Sicher ist besser als nah, Sergeant Major. Roger. Und Ma'am, es ist schön, dass Sie wieder da sind. Gelandet. Halo, es ist so neu, so unfertig. Ich bin mir nicht sicher, was geschieht, wenn wir ihn abfeuern. Wir kehren zum Portal zurück. Und wir kehren alle heim. Irgendwie kommt mir das mal wieder bekannt vor. Kapsel. Der Kontrollraum liegt an der Spitze dieses Turms, Chief. Los! Sein, die nach oben führen. Überprüfen Sie die andere Seite. Kapsel. Der Kontrollraum liegt an der Spitze dieses Turms, Chief. Los! Vielen Dank für den Follow, Damien. 321 Peppel. Oh, eieiei. Weiter.
Volle Deckung geben Sie mir, Herr, wer auch immer du bist. Andere Waffe, sonst wird das hier nie was. Bloß das hilft mir auch nichts, wenn ich 5 Millionen Gegner an meinem Arsch pappen habe und ich keine scheiß andere Waffe habe. Ja, der sieht das hier als Sonntagsspaziergang, das sieht man doch. Ach, fuck! Mann, komm, bring mich um. Mann, jetzt! Ihr könnt mich aber mal am Arsch lecken hier. So. Mann! Ach, leck mich doch am Arsch jetzt!
drin? Öffnen Sie die verdammte Tür! Natürlich, mein Lieber! Sobald Sie die unmittelbare Gefahr durch die Nanaflat beseitigt haben. Die Kontaminierungsprotokolle erlauben leider nicht das. Ja, ja, ich hab's kapiert. War das der Illuminat? Sie sagten nicht, dass er hier ist. Wir tun endlich, was er wollte. Drauf, blödes Mistvieh. Jetzt mach die scheiß Tür auf. Sauber. Nicht lange. Ich registriere weitere Verbreitungskapseln. Sie schlagen jeden Moment auf. Chief! Gebieter! Abmarsch! Nehme ich Leben oder gebe ich es? Wer ist Opfer und wer Feind? Es versucht, sich auf diesem Ring selbst zu erneuern. Beeilung! Der Kontrollraum ist ganz nah! Das ist doch ideal. Dann können wir ihn ja hier gleich kaputt machen. Nur zu, Chief. Ich werde sie nicht auch verlieren. Oh, hallo. Gute Nachrichten. Die Installation ist fast komplett. Großartig. Ja, nicht wahr? Ich habe die Simulationen gestartet. Nichts Konkretes, aber erste Ergebnisse zeigen, dass die Anlage feuerbereit ist. In nur ein paar Tagen. Wir haben keine paar Tage. Aber vorzeitiges Abfeuern zerstört die Arche. Finden Sie sich damit ab. Führt zur Zerstörung dieser Installation. Inakzeptabel, absolut inakzeptabel. Das Protokoll verlangt Aktion. Jetzt erkenne ich, dass es falsch war, Ihnen zu helfen. Sie sind das Kind meiner Schöpfer. Erbe von allem, was Sie zurückließen. Ihr gehört zu den Blutsvätern. Aber dieser Ring gehört mir. Oh, nein. Was
glaube, ich habe die falschen Waffen für dieses blöde Mistvieh. Du lebst da auch noch. Sie haben meine Panzerung beschädigt. Kommen wir nicht zu ihm hin? Scheiße! Ah! Schade, das hat viel getan, Herr Kleber. Akzeptieren Sie Ihre Bestimmung. Oh nein! Geh kaputt, du Mistvieh! Endlich mal durfte ich einen töten, ey. Das war schon lange überfällig. Ich hole sie hier raus. Nein, tun sie nicht. Nein, bitte lassen sie sie nicht gehen. Lassen sie sie bitte niemals gehen. Oh. Lassen sie mich... Lassen Sie mich gehen. Chief, tut mir so leid. Juhu, wir müssen mal wieder von einem Halo-Ring flüchten. Ich kenne das irgendwo hier. Doch kommt her. Halt die Fresse und mach weiter. Los jetzt. Wir müssen mal wieder von einem Halo-Ring flüchten. Okay. Suchen Sie den Durchgang in den Klippen, Chief. Die Dawn ist auf der anderen Seite. Jetzt mal sie auch nicht mehr, jetzt wo der Reclaimer tot ist, aber der hat die doch nicht der Reclaimer, der Prophet tot ist, aber die können ja jetzt auch, die werden okay, die tun schon noch was, ich dachte die werden jetzt eher mehr oder weniger führerlos und würden einfach runter kaputt gehen oder irgendwie sowas. Auch so. Ist doch nicht der erste Ring, vor dem wir fliehen.
ins Warthog. Juhu. Na los, Spartan. Los, los, los. Nein. Ich weiß nicht, ich wusste doch, dass es irgendwann mal kommt. Ist auch jedes Mal dasselbe am Ende. Irgendeine Fahrsequenz. Oh shit! Jetzt mit dem Warthog. Ich komme hier nicht mehr raus. Nein. Auch nicht. Nee, da komme ich nicht mehr weiter. Gut, dann versuchen wir den Weg mal laufend zu bewältigen. Explodiert in der Halo Ring. Mehr passiert das sowieso nicht. Hallöchen. Kommst du mit? Na gut, dann halt nicht. Dann gehe ich alleine. So beendet man Halo mit Style, ja? Man geht einfach, anstatt zu fahren. Nice. Bam. Woo! Guck mal, wie viel Style ich habe. Ich gehe vom Ring. Gibt ja kein Zeitlimit mehr wie letztes Mal. Hallöchen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Shit. Oh. Thank you.
Munition langsam aus. Huch! Heieiei! Huch! Was zum Teufel? Okay. Es gibt anscheinend doch eine Art Zeitlimit. Oh, wir sind in einem Auto, geil. Da hat's uns gegen die Wand geklatscht, ey. Hui! Überschreitet, fliegt das Teil, geht das Teil kaputt und dann klatscht man halt gegen die Wand. Das nennt man ja auch. Das nennt man ja auch Skriptereignis. Ja? Hui! Hui! Und hui! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Bungie es irgendwie möchte, dass die Halo-Spiele je mehr es werden, umso mehr Explosionen beinhalten müssen. Hui! Ey! Das war jetzt mies. Nach dem Motto, ja, wie viele Explosionen wollt ihr denn in diesem Spiel? Ja. Und auch die Fahrtsequenzen werden auch anscheinend immer länger. Guckt und dann auch noch so eine Nachricht, die absolut keine, die für mich keinen Sinn gibt. Was heißt keinen Sinn, aber die, hätte zwar jetzt auch eine gegeben. Ja, es wäre wahrscheinlich die hier gewesen.
Red High Charity. Stimmt, da hat es tatsächlich keine gegeben. Das ist ja fast schon enttäuschend. Dafür machen sie die ja doppelt so lange, damit es nicht so enttäuschend ist. 90% Feuersequenz eingeleitet. Geil. Hui. Mein letzter Sprung. Hui. Das war knapp. Epilog. Ich wollte gerade sagen, um Punkt 19 Uhr haben wir das beendet, aber nein. Für uns ist der Sturm vorüber. Der Krieg ist vorbei. Aber vergessen wir niemals die, die in die Dunkelheit reisten und nicht zurückkamen. Denn ihre Entscheidung erforderte großen Mut, Aufopferung und die Überzeugung, dass der Kampf... Unser Kampf lag anderswo. Also wird beim Wiederaufbau dieser Hang leer bleiben. Ein Denkmal der Gefallenen. Sie adelten uns alle. Und sie sollen nicht vergessen sein. Präsentiert! Ich weiß noch, wie der Krieg begann, was ihr Volk meinem antat. Ich kann nicht vergeben. Aber ich danke Ihnen, dass Sie da waren, bis zum Ende. Es ist hart, was er tut ist. Wenn es so leicht wäre. Die Dinge sind jetzt anders. Keine Lügen vernebeln meine Sicht. Ich möchte unsere Welt sehen. Wissen, dass sie sicher ist. Keine Angst. Wir machten sie sicher. Auf ihr Wort, Gebieter. Und jetzt heim.
Chief? Hören Sie mich? Ich dachte, ich hätte Sie auch verloren. Was ist passiert? Ich bin nicht sicher. Als Halo zündete, zerfiel er in Stücke. Die Arche erlitt auch Schäden. Das Portal konnte nicht offen bleiben. Wir kamen noch durch, bevor es kollabierte. Tja, einige von uns haben es geschafft. Aber Sie haben es geschafft. Prophet und die Allianz, die Flood, Sie sind erledigt. Sie sind erledigt. Ich setze ein Signal ab, aber es wird dauern, bis uns jemand findet. Jahre vielleicht. Ich werde Sie vermissen. Wecken Sie mich. Bei Bedarf. Ja, sehr herzlos, der Gute. Da macht die KI, ich werde sie vermissen und ja, so, nö, weck mich, wenn es was gibt. Das ist ja, naja. Da ist er dann aber selbst schuld, wenn sie dann irgendwann mal Rache macht hier. Ja, das war Halo 3. Das haben wir jetzt in zwei Parts durchgenommen. Ich weiß nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Sache ist. Ja, man hätte auch einfach Halo 2 und Halo 3 zusammenfassen können und dann hättest du dasselbe Spiel gehabt, vielleicht nur besser. Also, es ist jetzt nicht kein schlechtes Spiel, das möchte ich gar nicht sagen, aber man fühlt einfach durch und durch, dass Halo 3 nicht geplant war. Das merkt man einfach irgendwie. Und ich hätte es wirklich besser gefunden, hätte man Halo 2 auf die Länge gestreckt und Halo 3 einfach weggelassen. Das wäre schöner gewesen, wie ich finde. Für mich war auch irgendwie klar, dass der Master Chief jetzt da nicht tot ist, weil warum sollte denn der Gebieter überleben und er nicht? Das macht für mich keinen Sinn. Auch wenn sie es danach natürlich erklärt haben, dass das Schiff anscheinend in zwei Teile gespalten wurde oder was auch immer. Aber trotzdem war es für mich irgendwie klar, dass er da nicht gestorben wäre. Ja, gut. Der Gebieter könnte ja auch dann nach ihm suchen. Ich weiß nicht, vielleicht in ODST wird man vielleicht da mehr erfahren oder erst in Halo 4. Ich glaube, ODST ist ja ein Ableger, aber kein direkter Nachfolger. Ich glaube, da geht es ja auch gar nicht um den Master Chief. Bin ich jetzt zwar nicht sicher, weil ich habe, wie gesagt, das noch gar nicht auf dem Ding gehabt. ODST läuft parallel. Okay, ja gut, dann wird da nicht viel mehr rauskommen. Das wird man tatsächlich dann erst in Halo 4 erfahren, was dann wirklich passiert. Kennst auch noch nicht von der Story. Ja, dann kannst du dich ja darauf freuen, wenn wir das dann beim nächsten Mal am Donnerstag anfangen werden. Was gibt es zu dem Teil zu sagen? Er ist nicht schlecht, aber für einen Solo-dritten Teil, also wenn man jetzt nur den Solo-Modus spielen würde, finde ich es ein bisschen zu wenig. Vielleicht mit Multiplayer ist es in Ordnung, aber jetzt so Solo von der Story her nur. Da war Halo 2 bisher mein Favorit, muss ich sagen. Allein aufgrund von der
von der Aufmachung und den Cinematic-Sachen fand ich es echt besser. An sich, mein Gott, ist halt wieder gestreckt worden jetzt natürlich dadurch. Und an sich nicht schlecht, aber ja, nichts Besonderes, sage ich mal. Obwohl, ich glaube, das war jetzt der erste Teil, der so richtig durchgeflutscht ist, wo ich sage, ja, das hat jetzt irgendwie, das hat mich jetzt nicht in die Länge gezogen gefühlt oder so, aber vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass man sagt, ja, das ist halt die ganze Zeit so, du denkst dir, ja, hätte nie kommen sollen, Halo 3. Und es war dann doch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen kurz, wir waren in 6 Stunden durch, 6, 7 Stunden. Ja, meine Güte. Ich meine, die wo Skill haben, die schaffen es wahrscheinlich in 5. Wenn ich jetzt meine ganzen Tode damit zähle, kriegst du es wahrscheinlich in 5 Stunden noch zusammen und nicht verläufst und so weiter. Aber ich glaube, das ist bei den anderen Teilen ja genauso. Mei. Ja, im Grunde genommen kann ich sagen, Halo 2 ist bisher immer noch mein Favorit. Wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Unter 3 ist, glaube ich, ein Achievement. Ja, weil du ja für Levelzeiten, du hast ja immer so 15 Minuten pro Level Zeit. Und wenn du die ja unterbietest, dann kannst du ja da auch. Aber unter 3 Stunden musst du da einen bestimmten Schwierigkeitsgrad wählen oder ist das egal? Weil wenn du das jetzt auf einfach machst, dann kriegst du es ja vielleicht noch hin. Aber ich denke mir so abnormal drüber kriegst du es ja gar nicht hin, das alles unter 3 Stunden zu machen. Also du rusht halt wirklich durch und kümmerst dich kaum um die Gegner und da musst du auch noch Glück haben. Das kommt auch noch mit dazu. Naja. Wie sieht der Plan für nächste Woche aus? Momentan bin ich am Überlegen, dass ich morgen den nächsten Wrestling Games History Teil mache, dann wahrscheinlich nur noch mit 2, 3, 4 oder 5 Spielen, wo dann eben der Season Mode mit dazu kommt. Dann werden wir bei einem Spiel auf jeden Fall länger dranbleiben. Wie gesagt, ab SmackDown 1 wird es wahrscheinlich den Season Mode dann geben, wo ich ihn dann auch spielen werde. Dann, ach ja, noch kurz zu dem Part 4, den ich am Mittwoch gemacht habe. Da musste ich leider 2 Intros rausschneiden, weil sonst das Video auf YouTube ja, das halt nicht sichtbar wäre, weil es gesperrt worden wäre, wegen Copyrights, kennt man ja. Weiß nicht, wie das dann in den nächsten Teilen wird, ob es dann noch schlimmer wird oder ob sich dann noch was ändert. Es waren natürlich auch ein paar Urheberrechtsrechte noch mit drauf mit den Songs. Das war mir vorher schon klar. Die lasse ich aber drin, solange es keine Sperrung gibt vom Video oder für mich ein Strike. Solange lasse ich die drin. Die werden da nicht monetisiert, aber das ist mir ja auch egal. Ja, Flo, das liegt daran, an der Sache, dass vor allen Dingen die WWE bei so Copyright-Ansprüchen, wenn es ihre Sachen betrifft, das sperren. Und man muss ja so gesehen sagen, dass das Intro ja echte Szenen vom Wrestling zeigt. Und da ist die WWE ja sehr hart dran, sowas zu sperren. Selbst wenn es jetzt kein Match oder kein vollständiges Match ist oder irgendwie sowas, das wollen die nicht haben. Und deshalb könnte ich das dann bitte das auf der ganzen Welt nicht sichtbar sein, wenn ich das so draufschmeiße. Und das betrifft anscheinend auch tatsächlich Intros von solchen Veranstaltungen. Selbst wenn es. Also es ist klar, dass die volle Matches, die wo jetzt irgendwo da oder volle Shows jemand raufstellt, ist klar, dass sie das sperren. Die wollen ja, dass du dafür Geld bezahlst. Aber ich verstehe es halt nicht bei einem Spielintro, dass man das sperrt. Vor allen Dingen, weil ja klar ersichtlich ist, von wem es ist. Das ist das Erste. Also es ist ja auch Werbung für die. Ja, wie gesagt, ich verstehe es, wenn es Bezahl-Content ist, ganz klar. Das verstehe ich, dass sie dann das sperren wollen. Aber dass es halt ein Intro eines Wrestling-Spiels betrifft, das finde ich dann schon ein bisschen überzogen. Aber gut, ist halt so. Kann man nichts machen. Ich musste die Intros rausnehmen, sonst wäre es nicht sichtbar gewesen. Noch ein Grund mehr, sich die Livestreams anzugucken, auf jeden Fall. Aber ansonsten, wie gesagt, die Songs lasse ich drin. Dass es nicht monetisiert wird, ist für mich kein Problem. Und wenn es halt noch mehr solche Sachen gibt, mein Gott, dann muss ich halt das rausschneiden, hilft dir nicht.
fast so doof wie die Musikindustrie mit dem DMCA-Kack. Ja, das ist natürlich auch. Aber mein Gott, da muss man auch sagen, da müsste halt Twitch den Arsch hochbekommen und sagen, ja, wir nehmen halt Musikpakete rein oder irgendwas sowas in der Richtung. Dann wird das Problem gar nicht mal so extrem stark sein. Ich meine, sie haben Leute, sie haben Amazon im Hintergrund. Und Geld ist mit Sicherheit auch da. Man könnte es sich schon machen. Ja, ist doch Werbung für die, das sage ich ja. Das ist ja, wie gesagt, für die WWE ist ja, wäre es ja auch Werbung, wenn es unter einem gewissen Rahmen läuft, auf jeden Fall. Das stimmt schon. Das ist halt auch so eine Sache, die ich leider nicht verstehe. Aber so ist das nun mal. Eigentlich müssten die Geld zahlen, weil wir es abspielen. Ja, so kann man es natürlich auch, so könnte man es auch sagen. Wie gesagt, jede Art von Werbung ist doch positiv, solange es halt eben, solange du halt keine, ich sage jetzt mal, kein Bezahlcontent irgendwie anbietest und so weiter und so fort, dann ist es ja eigentlich in Ordnung. Und ja, wie du schon meintest, es ist ja auch Werbung. Für die Leute, wenn diese Sachen gespielt werden. Ich meine, das betrifft jetzt natürlich so Spiele wie GTA oder jetzt dann bald natürlich auch Cyberpunk 2077, wo halt eben lizenzierte Songs vorkommen. Und wenn ich sage, hey, der gefällt mir, dann lasse ich den vielleicht auch mal bei Spotify ablaufen und dann kriegt halt auch jemand das Geld dafür. Aber mein Gott, ist halt nun mal so. Wenn die das so machen wollen, dann ist es halt so. Da kann man halt leider nichts dagegen tun. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt dann da weiter bei den Wrestling Games geht. Wie weit sich das dann mit dem Schneiden in Grenzen hält oder eben nicht. Bisher gehe ich eigentlich nur davon aus, ich dachte jetzt eher, dass es für mich Copyright-Probleme gibt, eben mit den Songs. Aber jetzt ist es tatsächlich eher Richtung der Intros, was ich auch ganz lustig finde. Ja, da muss man noch schauen, was da noch kommt. Es ist ja nicht umsonst so, dass es vor allem bei Wrestling-Streams immer so gemacht wird, wenn halt Wrestler dann einziehen, dass man entweder den Sound runterdreht oder ganz auslässt. Wie gesagt, solange es für mich keine Copyright-Probleme gibt, oder keine Strikes, so muss man sehr sagen, werde ich die mit reinnehmen, weil ich für die Monetisierung ist mir egal. Ich mache das, weil ich die Spiele gerne spiele und ich ein großer Wrestling-Fan bin und mir ist es dann egal, ob ich dafür Geld, prinzipiell irgendwann mal Geld bekommen würde oder nicht, was sowieso ziemlich unwahrscheinlich sein wird. Es geht einfach darum, um Spaß am Spiel zu haben. Das ist das Wichtigste, finde ich, und ja, dabei wird es auch bleiben. Ja, gut, dann haben wir ja soweit alles geklärt. Also morgen wird höchstwahrscheinlich wieder ein Wrestling-Stream kommen. Am Dienstag geht es dann mit Red Dead Redemption 2 weiter. Am Mittwoch könnte oder plane ich dann tatsächlich wieder eine Steam Edition zu machen. Am Donnerstag kommt dann Halo ODST. Und dann am Sonntag ist dann wieder Red Dead Redemption 2 geplant. So, das ist so der Plan für die nächste Woche. Natürlich werde ich noch einen Plan schreiben und auf Discord und Twitter online stellen. Ah, Kitty ist auch wieder da. Huhu aus dem Lurk. Ja, schön, dass du noch zum Abschluss noch reingekommen bist. Ja, Wrestling, genau, geil, geil. Wrestling kommt morgen, genau. Und ja, mit dem ersten Season Mode höchstwahrscheinlich wird dann der Season Mode von SmackDown wahrscheinlich mit rankommen. Aber wir haben bis SmackDown auch noch ein paar Spiele. Ich kann ja mal ein paar nennen, damit man sich schon drauf freuen kann. Für diejenigen, die es toll finden, zumindestens. Muss mal kurz noch die Liste aufmachen, damit ich auch weiß, wer mit dazu kommt. Was haben wir denn alles so? 2000er, 2000er. Ja, SmackDown kommt eigentlich dann relativ schnell. Also es dauert nicht lange. Ich habe nur ein Spiel davor. Dann kommt eh SmackDown schon. Puh, na gut. Dann haben wir gar nicht so weit. Werde ich gar nicht mal weit kommen, wenn ich das so sehe. Nee. Okay, dann dauert es wirklich nicht lange. Das Beste,
Das bestbewertetste Wrestling-Spiel wird dann wahrscheinlich auch noch nicht kommen. Das ist nämlich WWF No Mercy, das ja beste von vielen bestes Wrestling-Spiel. Das werden wir aber auch gar nicht durchnehmen können, weil uns SmackDown schon relativ früh begegnen wird. Ja, dann ist es halt so. Also morgen wird wahrscheinlich ein großer Teil mit SmackDown werden. Ja, SmackDown wird geil. SmackDown 2. Also mein Lieblingsteil dieser aktuelleren Reihe, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wenn ich jetzt nur von SmackDown nehme, dann ist für mich ganz klar jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Nicht Just Bring It, sondern war das noch der Nachfolger? Here Comes the Pain ist eigentlich mein Liebling der Wrestling-Spiele, weil das einfach so durchgeknallt ist. Ich liebe es. Achso, ich hab das nicht vom Ding her gemacht, sondern jetzt weiß ich, warum es nicht erschienen ist. Ja, auf jeden Fall, Here Comes the Pain war eigentlich mein absolutes Lieblingsgame. Neben SmackDown vs. Raw, der erste Teil. Den fand ich nämlich auch echt klasse. Und dann, dann wurde es leider mit den jährlichen Veröffentlichungen, blieb es lange auf Stagnation und dann wurde es immer schlechter. Also ich meine, der WWE 2K20 hatte bisher wirklich den Tiefgrund erreicht. Mal sehen, was sich da wieder tun wird. Ob sich das wieder verbessert oder was sie jetzt dann machen. Ich meine, dieses Jahr haben sie ja noch keins rausgebracht. Und es ist anscheinend auch keins geplant. Ich glaube, die wollten ja die Engine erneuern und verbessern, was ja auch mal ganz dringend nötig ist. Und das, dann wird vielleicht das 2K21 vielleicht wieder besser. Ja, seit es von THQ zu 2K Games gegangen ist, ist WWE Games tot. Ja, THQ war fast immer gut. Ja, das stimmt schon, da hast du schon recht. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und pro Jahr sind sie dann auch immer schlechter geworden unter 2K. Wenn man sich das mal so anschaut, WWE 13 hat noch eine durchschnittliche Wertung von 8, 2K14 eine 8,56, 2K16 eine 7,78, 17er 6,6, 18er 6,71, das 19er 37 und dann 2K20 1,43. Das ist schon ein Abstieg, der ziemlich hart ist. Also, da merkt man einfach, wie lang, wie das dann ist. Ja, WW90 ging noch außer 20, war total, ja, das, wie gesagt, das habe ich ja jetzt gerade selbst erwähnt. Aber das können wir dann alles morgen bereden. Dafür ist ja dann morgen genug Zeit, wenn wir dann auch beim Wrestling-Server sind. Wir haben jetzt eh sehr viel geredet, noch hier in dem Stream, wo es gar nicht mehr um Halo ging. Wie gesagt, morgen gibt es wieder Wrestling. Dienstag gibt es dann Red Dead Redemption 2, am Mittwoch dann wahrscheinlich eine Steam Edition. Am Donnerstag Halo ODST. Und am Sonntag dann wieder Red Dead Redemption 2. Um wie viel Uhr? Um wie viel Uhr ist eine gute Frage. Wann wollen wir morgen starten? Ja, Kitty, wann hast du denn Zeit? Ich kann mich ja nach anderen richten. Das ist ja das Schöne momentan. Ich habe damit kein Problem, mich an anderen zu richten. Oh, Kitty hat morgen frei. Das ist ja sehr schön. Ja, Kitty hat morgen frei. Ich würde sagen, ich
Ich fange morgen um 16 Uhr, denke ich mal, fange ich wieder an. Also so wie heute, 16 Uhr. Letzter Tag vor Lockdown. Ja, morgen noch mal Party machen. Nee, mach morgen der Lockdown oder erst ab Dienstag? Ach, okay. Ah, okay. Ja gut, also ich würde mal sagen, ab 16 Uhr morgen geht es dann weiter mit Wrestling. So wie ich das gerade gesehen habe, haben wir tatsächlich nur zwei Spiele dann. Zu reviewen, weil SmackDown ist ja dann doch der Season Mode da. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen, wo wir hinkommen und mit wem vor allen Dingen wir dann da loslegen. Ich habe es übrigens jetzt auch geschafft, den PS-Emulator so einzustellen, dass es Vollbild wird. Also wir haben dann Vollbild-Wrestling. Ja, das war mir ganz wichtig. Es war gar nicht mal so schwer einzustellen. Letztes Mal keine Zeit mehr gehabt. Also läuft das dann auch auf Vollbild. So soll es ja auch sein. Huch. Und dann haben wir da in dem Hintergrund entsprechend auch mehr Spaß, weil man alles viel besser sieht. Ja, nochmal viel geredet hier zum Schluss. Fast eine halbe Stunde sehe ich gerade. Aber das kann man ja morgen gerne weiterführen, wenn wir dann den Wrestling-Stream haben. Den Plan habe ich auch schon aufgesagt. Und ja, vielleicht kriegen wir Red Dead Redemption 2 zu Ende. Das weiß ich aber noch nicht, weil immer noch so viel zu tun ist. Ob das noch tatsächlich zu schaffen ist, jetzt noch nächste Woche, weiß ich noch nicht. Aber wir werden es ja sehen. Ja, bis morgen, Kitty. Ich sag dann auch hoffentlich bis morgen. Wir sehen uns hoffentlich beim Wrestling-Stream. Und ich bedanke mich natürlich bei euch, dass ihr wieder dabei wart. Ja. Danke, Kitty, dir auch. Hab auch einen schönen Abend. Wir sehen uns dann vielleicht nächste Woche in einem meiner Streams wieder. Dankeschön und auf Wiedersehen.